Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Das Mid-Season-Update ist da. Für MW, für Warzone. Kam ein bisschen überraschend, finde ich. Ich dachte eigentlich, dass sie sich jetzt komplett auf den Reveal konzentrieren, der ja morgen stattfindet in MW für das nächste COD. Beziehungsweise in Warzone findet er natürlich statt, nicht in MW. Und mit dem Update sind auf jeden Fall einige Sachen hinzugefügt worden. Das neue große Ding, würde ich sagen, ist eine neue Waffe, eine ziemlich verrückte LMG. Und auch so gibt es ein paar kleine Änderungen. Und das Update ist diesmal auch nicht unnormal groß. Es sind 10 GB auf der PlayStation 4, 14 auf der Xbox, 11 am PC, wenn man nur Warzone hat. Und 17,6 am PC, wenn man Warzone und den Multiplayer hat. Geht auf jeden Fall klar. Wir gucken uns gleich alles an. Lasst auf jeden Fall da vorne eine Bewertung da, falls euch meine Videos gefallen. Wäre geil, wenn wir die 3000 Likes knacken. Würde mich auf jeden Fall freuen und lasst natürlich ein Abo da, um keine Videos zu verpassen. Ist kostenlos, ihr verpasst nichts mehr, ihr unterstützt mich. Würde mich deswegen freuen. Okay, schauen wir uns die Infos an. Den Anfang macht die neue Waffe, die neue LMG oder ganz allgemein die Waffen. Ganz kurz um mich davor, es gibt keine Waffen-Patches, die rausgekommen sind mit dem Update. Das heißt, keine Waffen wurden verschlechtert oder verbessert. Das ist aber eine Sache, die natürlich auch ohne irgendwie ein Season-Update passieren kann. Das letzte Waffen-Update kam ja auch einfach zwischendrin raus. Und das kann hier natürlich auch wieder der Fall sein. Also da kann auch in der nächsten Woche noch irgendwas passieren. Aber die neue Waffe, die ist auf jeden Fall verrückt. Und zwar ist das die Finn LMG. Die ist so ein bisschen angelehnt an der Chainsaw, an der Kettensäge, die wir kennen aus Ghosts. Allerdings mit ein paar anderen ja, Aufsätzen und ein paar Änderungen. Und an sich sieht das Ding einfach absolut spaßig aus. Es ist nämlich so, dass man spezielle Aufsätze hat. Man hat einmal diese Contrer-Aufsätze, die seht ihr gerade im Hintergrund. Und die sorgen dafür, dass die Feuerrate um einiges hoch geht. Und die geht wirklich um einiges hoch. Das hier ist die Waffe mit normaler Feuerrate gegen ein paar Bots in einer privaten Lobby. Geht da schon ganz gut rein. Die Zielvorrichtung ist auch wirklich schön. Also man kann die Gegner wirklich, wirklich gut erkennen. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß damit zu spielen oder hat Spaß gemacht damit zu spielen. Für den normalen Multiplayer muss ich es mir allerdings noch freispielen. Und es ist so, dass man dann eben mit diesem Konträraufsatz die Feuerrate schön nach oben schraubt. Und das sieht dann eben so aus. Nochmal um einiges krasser auf jeden Fall. Das ist aber tatsächlich dann noch nicht alles, denn so sah die Waffe natürlich nicht aus in Ghosts, aber was es dann noch gibt, ist der Kettensägeaufsatz. XRK Kettensäge heißt das Ding und damit hat man die Waffe dann in der Hand wie bei einer Minigun. Und Sprinten zum Feuerntempo wird besser, Präzision aus der Hüfte wird besser und das Bewegungstempo wird besser. Man darf trotzdem damit eher nicht sprinten. Ich habe das Gefühl, dass dieses ja, Anvisieren nach dem Sprinten trotzdem ganz schön lange dauert. Aber wenn man halt langsam irgendwie durch die Gegend läuft, ist das Ding natürlich extrem krass. Auf Midrange, auf Entfernung dann natürlich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Wäre ein bisschen scheiße, wenn das Ding auch auf Entfernung absolut reingehen würde. Aber an sich irgendwie eine geile Waffe. Gegen die Bots hat es jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass er auch im normalen Multiplayer oder in Warzone Spaß machen kann. Und freispielen kann man sich die Waffe, also man muss die nicht kaufen, indem man mit einer LMG zu Gegnern hinrennt und die unboxt. Und das muss man einmal machen in 7 verschiedenen Spielen. Das ist auf jeden Fall machbar, gerade im Multiplayer. Shipment ist jetzt auch wieder da. In Warzone ist es ein bisschen schwerer, dann macht man das wahrscheinlich dann am besten in Beutegeld. Und es ist wohl wieder so, dass man einfach quitten kann nach dem Nahkampfangriff. Das heißt, sobald du eine LMG irgendwie einem Gegner über die Rübe gehauen hast, kannst du quitten, kannst neu suchen und kannst diesen Vorgang ein bisschen beschleunigen. Gerade auch wieder gut bei Beutegeld, wo so eine Runde natürlich ein bisschen länger dauern kann. Ey, das Ding, glaube ich, wird Spaß machen. Und ich bin sehr gespannt, wie die irgendwie in die Meta passt in Warzone. Ob Leute das Ding als Nahkampfwaffe spielen, wobei man halt trotzdem noch langsamer unterwegs ist, als jetzt mit einer MP5 zum Beispiel. Oder ob die Waffe auf den ganz krassen Entfernungen auch mega gut ist und vielleicht als Fernkampfwaffe benutzt wird. Schauen wir mal, bin ich sehr gespannt. An sich immer schön, wenn eine neue Waffe mit am Start ist. Und das ist halt jetzt nochmal eine Waffe mit lustigen Aufsätzen. Bin ich immer dafür. Dann gibt es einen neuen Operator, der so ein bisschen aussieht wie ein Cowboy, was ich ziemlich cool finde, muss ich sagen. Also ich mag alles, was so ein bisschen verrückter wird. Ich glaube, den werde ich mir gönnen müssen. Dann gibt es einen neuen Modus, den Modus Kingslayer in Warzone. Da spielt man Multiteam. Man zieht in seinem Trio los und muss Kills machen. Und das Team, das als erstes das Kill-Limit erreicht, das gewinnt die Runde. Das heißt, Respawns sind da natürlich dann auch wieder mit am Start. Hört sich sehr spaßig an, werde ich auf jeden Fall mal reinspringen. Und ja, soviel zu Warzone, kommen wir zum Multiplayer. Und da ist erstmal ein neuer Modus mit dabei,
oder wieder mit dabei. Bodenkrieg Verstärkung ist wieder mit am Start. Da ist es so, dass man halt Bodenkrieg spielt und seine Teammates an Punkten, an Flaggen wiederbeleben kann. Außerdem wird es wieder ein Feuergefecht-Turnier geben in der nächsten Zeit. Das wurde schon angekündigt. Und es gibt eine neue Feuergefecht-Map. Und zwar spielt man da im Stadion, das wir natürlich kennen von Warzone. Und ja, dieser Mittelbereich, der hat ja schon immer Sinn gemacht. Irgendwie als Gunfight-Map, als Feuergefecht-Map. War eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Ding irgendwie dazukommt. Das große Ding ist allerdings dann eigentlich was, was erst am 28. August startet in MW und bis zum 7. September läuft, und zwar Games of Summer. Und Games of Summer ist eine kleine Olympiade innerhalb von MW. Es gibt lauter kleine Mini-Aufgaben, die man lösen kann. Es gibt irgendwie einen Gun-Parcours, einen Waffen-Parcours. Es gibt einen Parcours an sich, wo man irgendwie über Hindernisse rennen muss. Es gibt eine Sniper-Challenge. Es gibt eine Shooting-Range, also einen Schießstand. Und ja, das sind lauter kleine Aufgaben, die man lösen kann. Und dafür gibt es dann Belohnungen. Es gibt erstmal Medaillen, Bronze, Silber und Gold. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was man mit denen dann direkt anfangen soll. Aber es gibt auch noch ein paar Embleme, die man bekommen kann und ein paar Waffenskins. Und es gibt auch einen Trailer, den seht ihr gerade im Hintergrund. Und der zeigt auch schon so ein bisschen mehr, um was es eigentlich geht, wie das alles aufgebaut ist. Und man muss schon sagen, dass das sehr, sehr, sehr stark an Trials erinnert, an diese Aufgaben, die es ja aktuell schon gibt in MW, bei denen man halt einfach nur Erfahrungspunkte bekommen kann. Und diesmal kann man halt ja ähnliche Aufgaben machen, bekommt dafür halt dann irgendwie noch ein bisschen mehr, ein paar Waffenskins und so weiter. An sich irgendwie eine lustige Sache. Ich bin mir nicht sicher, ob es mich komplett abholt. Ich werde da auf jeden Fall mal reinspringen. Und ich glaube, für einen Moment ist das auf jeden Fall lustig. Für so ein paar Runden, glaube ich, kann es auf jeden Fall Spaß machen. Perfekt wäre es hier natürlich, wenn man irgendwie mit seinen Teammates zusammen suchen kann und irgendwie so ein Parcours zum Beispiel zusammen machen kann. Ich glaube, bei manchen Challenges macht das keinen Sinn, aber so ein Parcours, den ich irgendwie mit meinen Leuten zusammen, während wir im Discord chillen, versuchen kann, der macht dann vielleicht nochmal um einiges mehr Spaß. Von daher hoffe ich, dass man da zusammen suchen kann. Ja, schauen wir einfach mal, wie das wird. Hört sich auf jeden Fall lustig an. Und tatsächlich war es das dann auch schon. Wir bekommen keine neue Map für den Multiplayer. Bei Warzone hat sich nichts irgendwie an der Map verändert und so weiter. Das heißt, das ist jetzt eher so ein, ja, kleineres Mid-Season-Update. Wobei wir natürlich trotzdem einiges bekommen haben. Und ich glaube, gerade die neue LMG, die wird auf jeden Fall Spaß machen. Also ich will mich überhaupt nicht beschweren. Für ein Mid-Season-Update auf jeden Fall ausreichend. Und wir dürfen nicht vergessen, dass jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen so oder so absolute Action abgehen wird. Und morgen ist ja der Reveal vom nächsten COD, der irgendwie in Warzone stattfinden soll. Da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Schauen wir mal, warten wir einfach mal ab. Und Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wie gesagt, lasst mal die 3000 Likes knacken. Das wäre mega. Und lasst natürlich gerne ein Abo da. Komplett kostenlos für euch. Ihr werdet informiert. Wenn ich ein Video hochlade, verpasst ihr nichts. Mich unterstützt. Win-win an der Stelle. Oder? Leute, das war's von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.